Leute, ist das nicht ein geiles Gewässer? Habt ihr die Fische gesehen? Wir haben uns jedenfalls direkt Tageskarten besorgt. Nur blöd, wenn an diesem Gewässerabschnitt das Angeln nur für Vereinsmitglieder gestattet ist. Wir müssen jetzt an den Hundestrand. Mittlerweile haben wir unseren Abschnitt gefunden und es erscheint mir sehr wild und abenteuerlich. Du sprachst vorhin vom Hundestrand. Blumi, das gleicht mehr der grünen Hölle. Man mag es kaum glauben, aber das ist der schönste Abschnitt. Wir wären ja nicht Schuppe und Flosse, wenn wir uns der Herausforderung nicht stellen würden. Das Wasser ist sauklar und wir wissen, dass die Forellen hier sehr, sehr vorsichtig sind. Also irgendwo so ein kleiner Knacks am Ufer und das war's, mein Freund. Ach, hör auf. Das gibt's ja gar nicht. Hör doch auf. Wegen die Döbel sind wir jetzt eigentlich nicht da, ne? Jawohl. Leute, es hat geklappt. Es hat geklappt. Ich habe eine Forelle. Ich habe eine Forelle. Ein bisschen größer müssen sie jetzt noch werden. Ja, warte. Die darf jetzt wieder schwimmen. Werd größer, ne? Yes, Mann. Wenn ich mir das da so anschaue, geht jetzt das Abenteuer los. Geh ruhig vor. Im Falle eines Falles können wir vielleicht sogar auf die andere Seite schwingen. Oder? Nur wenn du dazu den Tarzan-Schrei machst. Woche, was ist jetzt passiert? Ja. Wer viel wagt, kann viel verlieren. Jetzt ist da so ein blöder Fitz drin. Jetzt muss ich da echt so ein ganzes Stück Schnur abschneiden. Wie weit sind wir denn gekommen bis jetzt? Ich habe das nämlich zu Hause geübt, bevor wir hier losgezogen sind. Das verstehe ich jetzt nicht. Die Hauptschnur ist gerissen. Lieber jetzt als später. So. Hat das wieder nicht funktioniert. Aber diesmal reißt du jetzt nicht die Hauptschnur. Nee, diesmal geht es einfach so wieder auseinander. Was ist denn jetzt los hier, Mann? Musste man das von oben wieder reinstecken oder von unten? Das habe ich doch gesagt. Das muss Quatsch. Wenn du so männliche Hände hast, das ist eigentlich ein Behindertenausweis wert. Das sieht fast so aus, als wenn du das mit deinen Füßen machst. Ich freue mich schon auf den Moment, wo du abreißt. So, komm jetzt, wir können weitermachen.
Ja, Flugzeuge. Hey. Irgendwie würde es mich jetzt gar nicht wundern, wenn da hinten um die Ecke das Pavillon von Martoms Abenteuer steht. Der Würfel. Der Würfel. Der Würfel. Unverkennbar. An dieser Stelle auch nochmal ein Gruß an euch zwei. Ne? Ich geh mal hier angeln. Wo ist da eine Stelle? Da hinten. Lumi, ich glaube, hier ist nie so optimal. Da unten steht eine. Da unten steht eine. In dem Loch. Siehst du die? Ich hab sie. Hast du sie? Oh nein. Oh. Oh. Die hat den ganz komisch genommen, als wenn sie nur den Schwanz festgehalten hat. Da ist sie wieder. Sie hatten. Die hat den zweiten bis zum zweiten Mal genommen. Die kommt immer, wenn er ins Wasser fällt. Aber die haut doch nie ab. Vielleicht hat die Tollwut. Du hast die jetzt gerade auf den Kopf geklopft, ja? Die geht nicht weg. Die hat Tollwut. Fertig. Die will ich gar nicht essen. Ihr habt die Hände voll. Ich hab die Hände voll. Hallo, ich sitze hier in den Brennnesseln. Warte, ah. Ja. Was denn? Wenn du sagst, pass auf, dann weiß ich immer nicht, ob du mich veräppelst. Oh, die Brennnesseln sind aber auch ganz schön scharf hier. Ja, vor allem, wenn sie mir ins Gesicht schnallen. Das finde ich lustig. Ja, schön. Wir haben die Igel angegriffen heute. Kleppball. Wow. Lass uns bitte umdrehen. 23 Zecken später. Geh du vor, bitte. Geh du vor. Du bist viel größer als ich. Das war ein schönes Ding. Ich komme nicht durch, Alter. Ich komme nicht durch. Warum ist doch schon das Wasser bei der Beine? Wir müssen noch bis davor. Das sind vielleicht noch 10 Meter. Guck mal, das ist unfair. Du bist viel größer. Nee. Kannst du schon mal machen. Ich muss dich enttäuschen. Wie kommen wir hier eigentlich wieder raus? So. Passiv. Nee, ohne Scheiß, boah, das ist ja kein Spaß mehr, ne? Ach, ich hab einen Plan. What the fuck? Da war er weg. Geht so. Komm weiter. Was zum Teufel? Waren wir da schon mal? Ja. Ich glaube, hier sind so Dinger. Es gefällt mir nicht. Wo sind wir jetzt gelandet? Also wir haben uns gedacht, dass das ein bisschen schwieriger wird, aber
Eine gemütliche Uferbegehung ist das nicht. Entschädigt ein bisschen. Okay, ein bisschen. Okay, 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 hast recht. Schön. Schöne. Oh Gott. Oh Mann, ey. Kleine Pause unter der Brücke. Blumi, was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir weiter da hoch. Nee, da hoch können wir nicht. Das ist jetzt kein Flughafen, das ist jetzt tatsächlich die ICE-Strecke. Ja, wir müssen jetzt irgendwie auf die andere Seite kommen. Da gucken wir mal, ob wir noch zwei, drei Stellen finden, was ich eher nicht glaube, weil das sieht überall so aus. Fall der Erfolgsköder heute. Unglaublich. Lass jucken, Kumpel. Alter, das juckt und krabbelt überall. Freunde, das war der mit Abstand am härtesten erkämpfte Fisch für dich. Definitiv. Da fährst du mit dem Auto an so einem Sahnestück an Gewässer vorbei, hast einfach nur noch Bock auf Forelle zu fischen an diesem geilen Gewässer, kaufst dir die Tageskarte. Und dann kommst du an den Hundestrand, wobei das noch nicht mal mehr der Hundestrand ist, das ist die grüne Hölle. Ich kann es anders nicht sagen, es ist die grüne Hölle, Freunde. Oben, unten, links, rechts, überall, ja. Alles. Wir setzen uns jetzt nochmal 5 Minuten her. Ja. Oder spielen noch eine Runde Klettball. Wir müssen unbedingt das aufarbeiten, was jetzt hier in den letzten Stunden passiert ist. Das geht nicht einfach so spurlos an einem vorbei. Woche, wir machen jetzt Schluss. Ich sag das nicht oft, aber ich hab die Faxen dicke. Schluss. So. Aus. Ciao, Leute. Servus.